Also Therapien, die nicht zielführend sind, sind erstmal reine Gesprächstherapien. Ja, das erlebe ich so oft, dass Betroffene in Therapien sind, wo die wirklich sich ständig über die Gedanken unterhalten. Ja, wir wissen ja bei Zwangsgedanken, es spielt gar keine Rolle, welche Gedanken das sind. Es geht immer um, ne, diese Toleranz vor Unsicherheit aufzubauen, etc. Ja, und dass wirklich Therapeuten auch diese Rückversicherung machen. Es sind doch nur Gedanken. Ja, es sind doch nur Gedanken. Ja, das bist du doch nicht. Und dann weiterhin anfangen über, ja, über den Alltag zu sprechen. So, ne? Oder ich persönlich finde auch, das erlebe ich einfach oft so Therapien, so die in der tiefenpsychologischen Richtung gehen. Ja, wo über die Vergangenheit so gesprochen wird. So, ne? Und dadurch versucht wird dann, dass diese Zwangsgedanken irgendwie diese Macht verlieren. Und ich habe Betroffene, die waren wirklich jahrelang in tiefenpsychologischer Behandlung. Ja, es hat eher das Gegenteil bewirkt, dass die Gedanken, dass es jetzt alles noch sehr so verschlimmert hat. Ja, ja, was habe ich noch erlebt? Gestalttherapie, stimmt. Ja, ein junger Mann, der war in Gestalttherapie und hat dann mit Knete oder ja, eine Zwangsgedanken mit Knete dargestellt oder ne, also es gibt ja alle möglichen dann Therapieformen sogar Betroffene, die in Verhaltenstherapie sind. Das ist das, was mich wirklich erstaunt, ja, die dann trotzdem dann bei mir sind, weil da auch wirklich viel geredet wird und vielleicht kurz über Exposition gesprochen wird, aber es dann nicht wirklich durchgezogen wird.